Hallo, hier Doc selber mit dem Let's Play Terminator Salvation Part 10. Ja, beim letzten Mal haben wir uns... This place used to be so beautiful. The Spanish architecture, marble floors. I'm such a mess, I'm so sorry. We're right here with you, Angie. It's gonna be okay. Ja, ich habe gerade mal einen kurzen Cut gemacht. Da war ein kurzer Ruckler und ich will natürlich, dass der Ton immer dabei ist, da... Habe ich gemerkt, es ist bei einem neuen Betriebssystem sehr arg. Ein kleiner Ruckler und die Sache ist erledigt. Ja, wir haben uns bis zur Union Station durchgekämpft. Und ja, wir wollen jetzt eigentlich bis zu, was, Red Rock oder so ein Quatsch? Keine Ahnung. Stop! Stop! Wait a second. Look at this. Looks like the entire platform is rigged. This doesn't look like resistance work. Maybe it's just old. Hardly any dust. It's recent. Expertly done, too. Wonder who built it. Better question is why they built it. Verteidigung, würde ich sagen. So, wie ihr hier seht, wird wohl einiges noch auf uns zukommen. Und oh, wenn ich das schon sehe, da wird mir ganz anders. Aber laufen wir erstmal der Story entgegen. Ja, den Timer habe ich hoffentlich schon gestellt. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wozu? Ich schalte einfach mal auf. Ja, 8 Minuten. Ist, denke ich, noch passabel. Dann ist es vielleicht mal eine Minute weniger oder so. About people who went crazy after Judgment Day. They're crawling around in places like this, eating each other to stay alive. You mean cannibals? And did they hunt with mutant dogs too? Don't laugh. I heard they've taken over Fullerton. That's why Command never sends anyone near there. Those are just stories, Angie. There's no such thing as monsters. Genau. Oh, also jetzt sind momentan eine Menge Ruckler mal so dazwischen. Deswegen passe ich jetzt im Moment ein bisschen auf. Ihr sagt, ich habe keinen Bock, nochmal immer alles zu machen wegen einer Asynchronisation. Aber jetzt glücklicherweise bisher nicht in diesem Spiel. Und nochmal. John. John. Was ist denn John? Ach, da. Ist jemand. Cut yourself. I said cut yourself. Now what? We've heard rumors of machines with rubber skin. Supposed to look like people. Guess you ain't one of them. But that still doesn't explain what you're doing down here. My name is John Connor. This is Blair and Angie. We're on a mission to rescue resistance fighters trapped behind enemy lines at the Eagle Rock Skynet facility. The three of you are going to infiltrate Eagle Rock when the whole resistance just got their asses handed to them. That's a likely story. Tell me what you're really up to. What I told you is true. Command refused to send help, so we're going it alone. We know the risks. We'll give you food and water, plus whatever other supplies we can muster. But I'm warning you, we lived in these tunnels for years without Skynet bothering us. If you brought them to our doorstep, I'll kill you with my own two hands. Understood. Thank you. Huh. Barnes is our quartermaster. He's a big guy, bald with a beard. Sings to himself a lot. Can't miss him. He'll get you what you need. Anyone gives you trouble, just holler. Name's Warren. Now, if you'll excuse me, I've got work to do. What's with the holdup, man? Okay, dann hat er jetzt sehr viel Wichtiges zu tun. Das sagt er uns zumindest. Oh, was ich da drüben alles sehe!
Aber das ist nicht hier in dem Raum. Ich könnte mich jetzt hier auch mal umschauen. Ja, mache ich jetzt einfach mal so. Einfach mal alles, um es kurz hier Zeit zu haben. Did you see the way Warren treated them? I was just playing wrong. So, I don't trust them. Look, they could be up to something. Genau. Wir sind der Teufel in Person. Oh. Harter Stoff. Wir kommen da nicht durch. Naja, die haben sich's hier eigentlich schon. Those resistance chicks ain't bad. Ain't bad? You crazy? They're better than anything we got down here. Alles klar. Das ist eindeutig. Glatze, Bart. Singt tut er nur nicht. Ich traue ihn nicht. Hey, are you Barnes? The one and only. Right. Well, I'm John Connor. Warren said you'd help us out. I need rations. 3 people for 3 days. Plus whatever medical supplies you can spare. What, y'all planning a camping trip? Something like that. Yeah, well, you need to watch your backs. Some mean old bears out there in the woods. If you know what I'm saying. Yeah, we've seen our share of them. Well, come this way then. So, Story ausgelöst. Du hast Barnes gefunden, ja. Und das war ja auch absolut schwer. Einmal durchlaufen und fertig. Oh, komm. Lass er nicht so schnell rennen, wie können wir er. Das ist... Machines! Machine! Ja. The machines followed you here. You've endangered all of our lives. Oh. I gotta kill you. But I'll let Skynet do it for me. Barnes! Take this waste of space and make sure our security system is working. Buy us enough time to get everyone out of here. I'm 2 steps ahead of you, man. I'm coming with you. Come on, follow me. Während die Maschinen abwehren, die Überlebenden evakuiert werden. Wir sind Platzverschwendung. Interessant. Auch mal eine nette Ausführung. Man, you really managed to piss Warren off. He's right, though. The machines must have followed us here. It's our fault. He said no one's bothered you guys for years. Don't listen to him. Man, it happens every couple of months. Skynet finds us. We pack up and we run. He just likes to have a scapegoat. Also. Also keine Platzverschwendung. Ach ja, sehr schön. Ja, ja, mach das tun. Here's how we gonna do this. You keep the robots off of me while I set the charges. On my signal, we run like hell. You got it? Did you just call them robots? They're robots, right? What else should I call them? Fine, no problem. Ja. Ist ja auch so. So, jetzt wird's... interessant, will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Ich gehe erstmal hier runter. Hold on, hold on. What's that? One of the charges must have come loose. Skip it. You have enough C4 to blow the platform. Yeah, but they're wide in series, not parallel. One goes, they all go down. Can you fix it? Yeah, but it might take a minute. Ich habe jetzt der Sache nicht gefolgt. Hallo? Nicht verstecken! Alles klar. Ich wollte eigentlich nachladen. Okay. Mama. Nehmen wir beide. Upsa. Die andere Waffe. Oh, jetzt schießen die sich auf mich ein. Dreh dich um, dreh dich um. Ah. Jetzt. Oh.
Aber das war jetzt unbeabsichtigt. Die will ich eigentlich noch für einen anderen Gegner verwenden. Das werdet ihr dann aber erst in der nächsten Folge sehen. Dies war's von der 10. Folge von Terminator Salvation. Euer Dark Saber. Bis dann.